Fall und Aufstieg. I see what it did there. Muss ich ja mal ein bisschen mit der Zeitumkehr rumspielen. Ups. Aha, okay. Reiseschild ist sowieso Schmutz. So, nein, ein Schild ist besser. So, aber du bleibst doch mal schön hier. Okay, warte mal, wie... Gewusst wie, Leute? Gewusst wie? So, was macht das jetzt hier? Aha. Okay, das kann ich nicht umkehren. Warum nicht? Achso, weil wir... Was war das gerade? Komisches Geräusch, wahrscheinlich war das der Block von vorhin. Ach, und der kam. Ach so. Na, okay. Ultrahand. So, Achtung. Zack. So, jetzt ist, glaube ich, das Ding. Jetzt muss ich wieder die Zeitunke benutzen, dass das zurückgeht. Zumindest vom Schalter weg. Da geht das hier runter. Und jetzt sage ich aber beenden. Nee. Nee, hä? Ich muss ja hier drauf stehen bleiben. Warte mal. Die Ultrahand reicht nicht so weit. Ich warte mal. Wie mache ich denn das jetzt? Das Ding ist, wenn ich das, wenn das aufhört mit der Zeitumkehr, dann bewegt sich das Ding nicht wieder zurück. Es bewegt sich ja nur einmal zurück, aber es kann sich nicht wieder so hin und her bewegen. Ich muss da drauf stehen. Dann muss das Ding auf den Schalter. Wie zur Hölle soll ich das machen? Warte mal, was ist, wenn ich es jetzt ab... So, ich mach's jetzt erstmal so. Und dann... Nee, warte. Dann sage ich Zeitumkehr. Oder nee. Mann, ich hasse dieses Menü. Jetzt greife ich's nochmal. Beweg das hier runter, ungefähr hier hin. Dann stelle ich mich drauf. Dann sage ich Zeitumkehr, weil dann müsste das eigentlich wieder nach da oben wandern, weil das war meine letzte Aktion, die ich mit dem Ding gemacht habe. Dann sieht man auch, wo es wieder landen würde. So, zurückdrehen. Und jetzt Achtung. Na? Ey, komm. Really? Ist das dein scheiß Ernst?
Warum ist dieses Spiel manchmal so behindert? Mit eurer scheißblöden Physics Engine. Du sollst das darauf machen. So. Na also. So, manchmal funktioniert Nintendos eigene Spielephysik nicht. Da kann ich jetzt nun wirklich nichts dafür. Das ist da jetzt einfach an der Kante hängen geblieben, die Scheiße. Dumm? Sehr sogar. Da kann ich echt nichts dafür. So. Und wir haben wieder ein Segenslicht. Wir haben sogar schon wieder drei. Da fehlen nur mal eines. So, möge das Segenslicht der Kraft schenken. Ja, komm, halt dein Maul. Seht ihr, das sind halt so die Dinger. Das sind halt so die Dinger, die mich ein bisschen wurmen bei dem Spiel. So, da vorne sehe ich auf der Karte sogar, scheint wieder so ein Loch zu sein für den Untergrund. So. Ups. Also, das mit der Fee, das war gerade, das war genau hier, beim Stall am Wald. Also hier. Stall des Waldes, hier ist die Schlucht von Eldin, hier ist auch der Turm. Hier habe ich die Musiker gefunden, hier ist die große Fee. Also ganz easy. Das war jetzt auch die erste von den Vieren. Kann man eigentlich kaum übersehen. So. Vielleicht will ich sogar echt erstmal dahin, hä? Müssen wir mal gucken, ob nicht irgendwelche anderen NPCs hier vielleicht noch irgendwas. Oberste Krankerhüte, ob die nicht irgendwelche Quests noch haben. Was ist das denn da hinten, Leute? Was haben wir denn da gerade noch entdeckt? Moment, das möchte ich mir anschauen. Das ist einfach so ein fetter Heißluftballon. Oder ist das ein... Nee, das ist ein Wagen, der ein bisschen sehr komisch beladen ist. Hoffentlich ist alles gut. So, wer bist du denn? Oh, ach er! Da gibt's Breath of the Wild, kenne ich den Typi Kilton. Hey, hallo Reisender, wolltest du diese Höhle hier betreten? Tut mir echt leid, aber das ist jetzt ein schlechter Moment. Kilton! Okay, der hat jetzt noch einen Kumpel? Der ist aber neu. Ich kenne nur ihn. Aber Colton kenne ich jetzt nicht. Oh, ich glaube, ich geb's auf. Oh, Colton, ich habe dir ja gleich gesagt, dass es sinnlos ist. Du willst zum Satori werden, zu dieser legendären Kreatur. Aber anstatt diesen unmöglichen Traum zu verfolgen, solltest du mir lieber mit meiner Monstersammlung helfen. Scheiße, Mann, das will ich nicht hören. Ich war zum Satori ganz bestimmt. Ich habe ihn immer bewundert und geliebt. Da rastet komplett aus. Ich müsste bloß an ein Majoi-Signum gelangen, da könnte ich zum Satori werden. Das Gerücht stimmt. In der Höhle lebt tatsächlich ein Majoi, ein Wesen, das genauso leuchtet wie Satori. Aber es hängt dort unerreichbar hoch, der Mann bewegt sich blitzschnell weg, wenn man ihm zu nahe kommt. Warum bist du denn das schon aufgeben? Du könntest doch jemanden bitten, das Majoi für dich zu fangen. Ah, du hast doch auch diese ganzen Schätze angehäuft. Wenn du die als Gegenleistung jemanden anbietest, findest du sofort jemanden. Suche das Majoi-Signum. Ihr seid die also diejenigen NPC-Welchen, die diese Majoi-Signums wollen. Ich habe da schon ein paar davon. Hallo Reisend, hast du mitgehört, worüber ich mit meinem Bruder Das ist dein Bruder? Aber den gab's in Breath of the Wild noch gar nicht. Damit mein Traum in Erfüllung geht, brauche ich unbedingt ein Majoi-Signum. Aber dieses Majoi bewegt sich schnell, dass ich gucken kann. Hat er deinen Traum? Du willst dir meine Leidensgeschichte anhören? Danke. Also mein Traum ist es, zum mythischen Wesen Satori zu werden. Der Satori ist eine legendäre Kreatur, von der es aus Augenzeugenberichten aus so gut wie allen Regionen Hyrules gibt. Seine intelligenten Augen, sein bläulich-weißes Fell. Wie sehr ich mich nach seiner außerweltlichen Erscheinung sehne. Und nach Jahren der Suche habe ich dank antiker Manuskripte tatsächlich herausgefunden, wie man zum Satori wird. Man muss ein rätselhaftes Wesen namens Majoi finden, das dunkle Höhlen liebt und so bläulich weiß schimmert wie Satori. Und dann muss man sein Majoi-Signum sammeln, das es fallen lässt, wenn es geschwächt wird. Und aus diesem Grund habe ich mich in diese Höhle gebacken und wollte dem Majoi sein Signum abtrotzen.
Aber ich wusste nicht, was für unfassbar schnelle Bewegungen sie fähig sind. Ja, ich würde alles geben, um zu Satori zu werden. Entschuldigung. Lange Rede, kurzer Sinn. Falls du mal Joystick noch erlangen kannst, gib es mir bitte. Ich werde mich natürlich erkenntlich zeigen. Hätte ich ja sogar schon ein paar dabei, hier für dich. So, ich glaube, ich habe schon 7 Stück oder so. Das ist doch ein Majorsignum. Bist du sicher, dass das echt ist, Colton? Diese elegante Form, der bläuliche Glanz. Ja, kein Zweifel, ein echtes Majorsignum. Yippie, mein Traum rückt in greifbare Nähe. Ich werde zum Satori werden. Vielen Dank, hier ist deine Belohnung. Eine Bockblindmaske. Klingt nach dieser eigenartig niedliche Maske selbst angefertigt. Drehst du sie halt einen Bockblind dich für an der Iren, solange du ihnen nicht zu nahe kommst. Ich sammle Sachen, die einen wie Monster aussehen lassen oder originalen Monsterteilen sehr ähnlich sehen. Mit der Maske, die ich dir gegeben habe, ähnelt man eine Bockblind so sehr, dass man damit sogar Bockblinds täuschen kann. Leg sie doch mal an, dann wirst du schon sehen, wie es sich anfühlt, sich in solch eine Kreatur zu verwandeln. Also, dann ist es jetzt soweit. Ich werde das mal ihr Signum, mit dem ich mich so lange gesehen habe, nun verzehren, wenn wir das essen? Guten Appetit! Alter, verschluck dich nicht. Na nun, mein Körper hat sich nicht verändert, aber ich bin mit einem kuriosen Gefühl erfüllt. Das ist sicher ein gutes Zeichen. Ich habe mich mit dem Satori-Zustand einen Schritt genähert. Mehr! Ich brauche mehr! Ein einzelnes Signum reicht nicht. Ich brauche ganz viele und dann werde ich alle auf einmal essen. Ja, mein Pfad steht fest. Helden, ich werde auf Reisen gehen und Majorsignum sammeln. Ja, also mein Signum hast du natürlich. Viel Glück, mögen die Majorsignum dir nur so zufliegen. Danke, Bruder, du bist der Beste. Reisender, danke für deine Hilfe, aber das war erst der Anfang. Ich werde hier herumreisen und Majorsignum sammeln. Also, falls dir weitere von in die Hände fallen, dann bring sie bitte zu mir. Ich werde tief in meine Schatzsammlung greifen und dich für die Majorsignum höchstlich entlohnen. Also dann, auf dass wir uns bald einmal wiedersehen. So, dann suche das Majorsignum geschafft. Und weg ist er. Ich hoffe, sein Traum wird eines Tages Wirklichkeit. Und ich sollte dann auch langsam aufbrechen. Ich möchte zum Dorf Taburasa, das gibt's ja auch wieder. Stimmt ja. Das Dorf Taburasa in Akala. Reisender, danke, dass du meinem kleinen Bruder geholfen hast. Vielleicht kannst du ihn ja auch weiter unterstützen, wenn du ihm auf deiner Reise einmal wieder begegnest. Ich werde versuchen, über seinen Aufenthaltsort auf dem Laufenden zu bleiben. Falls du also Schwierigkeiten hast, ihn zu finden, komm nach Taburasa und frag mich. So, ich empfehle mich. So, wo ist Colton? Wo ist überhaupt Taburasa? War das nicht hier hinten? War das hier nicht Akala? Und Taburasa war, glaube ich, irgendwo dort. So, ich gehe jetzt aber trotzdem selber mal in die Höhle, weil. Da war ich sowieso noch gar nicht. In der Höhle am Minischsee. Wahrscheinlich eher Minischsee, also Anspielung an Minish Cap. Ah, und da ist auch tatsächlich dieses Vieh. Achtung! Headshot! So. Und wir haben wieder 7 Stück. So, warte mal, ich muss mir irgendwie. Gibt es ja schon wieder keine Steine? Wieso sind die Sechsen so schnell weg? Die hauen viel zu schnell ab. So, Feuerstein, Bärstein, Steinsalz. Schade, keine wirklich wertvollen Edelsteine hier drin, aber besser als gar nichts. Also wie gesagt, Kilton gab es auch schon in Breath of the Wild. Der hat einem da eben so gewisse Monsterkleidung gegeben. Weil ich bild mir ein, war er nicht sogar derjenige, der was mit dieser Monster-Essenz hier anfangen kann? Beziehungsweise, ich glaube, oder hatte man das von denen nicht bekommen? Da konnte man sich eigene Monstergerichte dann sogar zubereiten. Irgendwie so war das, glaube ich. Es ist alles schon wieder so lange her.
Ich glaube, von dem hatte man Monster Essence bekommen. So, ich soll vielleicht noch mal ein paar Sachen kochen. Wenn hier noch ein Kochtopf ist und dann reiten wir mal weiter. So, mal kurz gucken. Hier haben wir sogar noch ein paar Holzbündel. Warte mal, funktioniert das auch wieder? So, der freut sich voll über das Fleisch und frisst das auch. Ich glaube, der zeigt mir der nicht jetzt wieder irgendwie was oder einfach nur so. Wieso kann man den Hund nicht streicheln? Naja, egal. Dann eben nicht. Ja, dann wird auch sonst immer so Schatz von ausgegraben. So. Mit Karotte in the hand. Und dann... Was nehmen wir noch dazu? Hyrule-Pilze. In die Hand. So. Und kochen. So, Fitness-Dampfpilze. Kühlungsfleisch bis mit Pilzen. Weil ich brauche eigentlich hauptsächlich was für Angriff und Verteidigung. Hier zum Beispiel Rüstling. In die Hand, 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 Hand. Und dann noch... Steinsalz dazu? Alter, Abwehrschmorpilze. Erhöht deine Abwehr Level 3. Ein äußerst simples Gericht, bei dem die gebratenen Pilze durch Steinsalz veredelt werden. Okay, das wirkt leider nur 4 Minuten 20, aber da habe ich richtig krasse Abwehr dran. So, das könnten wir doch, glaube ich, auch noch mit dem... Wo waren diese Schwertpilze hier? Die hatte ich doch auch schon. Fittling, Schleichling, Himmelspilz. Was sind denn diese anderen Pilze? Rüstungskürbis hätte ich natürlich auch noch. Wie wär's mit Rüstungskürbis und ein paar Äpfeln? Abwehrdampfobst. So, Kochtomaten. Ausdauer Obst mit Pilzen. Muss echt ein bisschen rumprobieren, so bei dem Goldapfel. Oh. Den könnte ich aber auch mal probieren, hm? Syntheseangriffsstärke. Obwohl, vielleicht zum Schluss braucht irgendjemand in der Quest einen Goldapfel und dann hätte ich gar keinen mehr, das wäre auch blöd. Leuchtpilze. Was daraus wird. Leuchtpilzspieß. Jawohl. Ist, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt, sich da ein paar davon zu machen. Weil dann brauche ich eigentlich nicht so viele Leuchtdings hier. Ihr wisst schon, diese Leuchtdinger da hinwerfen im Untergrund. Dann geht das, glaube ich, auch so. So, warte, ich nehme jetzt hier mal so einen Maxi-Trüffel. So, Maxi-Trüffel. Und Hyrule-Pilze. Okay, Maxi-Pilz-Spieß. Maximale Heilung und plus ein Herz. Füllt ihr Herz über das Maximum hinaus auf. So, Schleichpilzspieß. Muss echt so ein bisschen noch rumprobieren. Ausdauerknolle.
Ausdauerspurgemüse. Da sind wir hier noch Spurtling. Habe ich auch noch so viele. Gut, Pilzspieß. So, ne, ein bisschen gucken, nicht, dass ich hier noch ein paar andere Sachen machen kann. Monsterteile. Bei den Monsterteilen bin ich mir nicht sicher. Glutlibelle schützt vor Kälte, aber da habe ich eh schon meine Klammerkröte. Da weiß ich nicht, was ich sonst noch nehmen soll. Zum Schluss klappt das dann gar nicht. Sonnenfleckchen. Alter, Solwildgemüse. Heil von Miasma befallene Herzen. Ein denkbar simples pflanzliches Gericht, bei dem einfach nur Kraut und Gemüse aus der Wildnis gebraten werden. So, ich glaube, jetzt haben wir genug gekocht. Das reicht doch auch schon mal. Irgendwie meine... Ich muss mal wieder sortieren. Nach Typ. So. Walmerling, Irrknospe. Ach, hier sind die Schwertlinge. In die Hand, in die Hand, in die Hand. Und Heilbogras noch dazu. So. Und kochen bitte. So. Kraftdampfpilze. Erhöht die Angriffskraft Level 2. So, ich wollte eigentlich... Genau, ich wollte da hinten wollte ich gerne hin. Möchte ich mir nämlich gerne wieder den Untergrund ein bisschen anschauen. Ekozius-Schrein, so den haben wir ja schon gemacht. Und hier ist jetzt einfach... Machen wir da mal eine Markierung hin. Okay, da läuft schon wieder so ein Ockblin rum. Als ob das mal... Hä? Als ob das der einzige Bogen ist, den ich habe. Wait a minute. Kann ich damit irgendwie... Synthese Angriffsstärke? Gibt es denn nicht irgendwie sowas wie Synthese Haltbarkeit oder so? Xalphos-Sporen. Ah, versteht dank seiner Aerodynamik kann er die Angriffskraft vom Pfeil mehr als üblich erhöhen. In die Hand. Ablegen. Synthese. Achso, nee, schade, das geht ja so gar nicht. Nee, das muss ich dann bei einem ausgerüsteten Pfeil scheinbar dran machen. Auf, du ab! Ah, der Headshot. Boah, der arme Hirsch einfach edelwild gechillt. Achtung! Und in die Fresse! Boah, der hat ganz viel Edelwild dabei. Geil, 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 geil. So, naja, Bockbogen ist jetzt nicht so besonders geil, aber besser wie nix. Ich schaue mich immer noch, wo der Turm ist. Ich müsste den doch von ganz weit schon sehen können, wenn der hier irgendwo ist. Aber der ist hier nirgends. Ja,
der Kartografie schon von dem Waldgebiet. So. Schauen wir uns vielleicht mal hier um. So, sicher, jetzt werde ich mal speichern, bevor wir da runterspringen. So. Entdeckt. Abgrund im Tylori-Wald. Ist ja auch wieder eine Anspielung an Mishcap. Also ganz ehrlich, das sieht aus, als würden wir mit so einer Kamera in so einen Arsch reinfilmen. Tylori-Hain. So, warte mal, wo sind meine Leuchtsamen? Hallo? Leuchtsamen, Leuchtsamen, Leuchtsamen? Wo sind meine Leuchtsamen? Ich sehe keine Leuchtsamen. Bro, das dauert ewig, bis du hier durchgescrollt hast, um das Item zu finden, was du willst. Riesenleuchtsam, leuchtsam. So. Alles klar. So. Komme ich da oben hin? Bin ich eigentlich? Ich bin... Okay, ich bin ja ganz woanders. Also wie beim letzten Mal. Jetzt wieder ein bisschen aufpassen. Es sind wieder ganz viele Seelen. Also ich sage immer Seelen, aber es sind halt Irrlichter. So, da gibt es auch schon 116 Irrlichter. Also ich weiß immer noch nicht, was ich damit machen kann. Oh, Donnerblumen. Sehr gut, habe ich eh nicht mehr so viele. So, Alter, jetzt wieder alles voll mit diesem Miasma. Bisschen. Na toll. Wie komme ich denn da jetzt durch? Oh Gott. Was zur Hölle? Warum, wieso? Warum überhaupt? Was? Wieso? Ey, wenn du einmal keine Axt dabei hast, wirst du von so einem scheiß Baum angegriffen, ne? Ist klar. Ernsthaft? Lass mich doch einfach in Ruhe. Und warum sind hier so viele von diesen Drecksbäumen? Ich habe keine Axt dabei. Ich kann die jetzt nicht mal angreifen. Schon ganz schön lästig. Kann ich eigentlich hier unten auch diesen... Ja, das geht. Oh, wieso? Brandgefahr? Wieso? Ja, das wusste ich jetzt nicht. Das ist aber jetzt auch richtig assi. Okay, warte mal. Habe ich irgendwas gegen Kälteschutz? Naja, Hitzeschutz, das ist Wüstenhitze, aber ich habe keinen... Das nennt sich, glaube ich, Brandschutz. Och Mann, was ob es hier unten jetzt so heiß ist? Ihr seid doch alle scheiße. Dann wisst ihr was? Dann machen wir was ganz anderes. Dann will ich mal hier
Will ich mal dahin, hä? Will ich mal dahin? So. Bevor ich jetzt hier in Flammen stehe und sterbe. Konnte ich jetzt nicht wissen. Ich dachte, das ist hier unten auch so Miasma, aber scheinbar ist das. Ja. Lava? Ich habe leider gar kein Essen, was so Brandschutz gibt. Das ist irgendwie doof. Und auch noch keine feuerfeste Kleidung. Und es ist schon wieder Tears of the Rain. Ne, es ist überhaupt Gewitter. Da sollte ich eigentlich aufpassen mit meinen Sachen. Nichts aus Metall dabei haben, sonst werden wir noch irgendwie. Das sieht man eh überall, da wo so ein Blitz ist, da kann der Blitz einschlagen und das kann bei Holzwaffen natürlich nicht passieren. So. Ja, sonst passiert nämlich genau das. Truppenführer Holm? Dem haben wir doch schon geredet. Oh, Streichmedizin. Dankeschön. Ehre. So, ist wahrscheinlich nur noch eine Frage, deshalb, bis ich hier vom Blitz getroffen werde, hä? Aber ich habe nichts. Ich trage jetzt nichts an mir, wo irgendwie Metall. Ja. Wahrscheinlich ist das wohl wurscht. Jetzt mal Arschloch. Was fällt denen eigentlich immer ein? Ich will eigentlich nur gerne zu dem Schrein da vorne hin. Weil ich brauche jetzt nur noch mal ein Segenslicht und dann kann ich mir noch mal Ausdauer erhöhen. Ihr braucht ihr nicht mit Stein schmeißen. Dummes Bockblindvieh. Okay, warte mal. Den Felsbrockenhammer, den hätte ich gerne. Scheiß mal auf diese blöde Holzkelle. Hier kann der Blitz anschlagen, vorsichtig sein. Was haben wir denn hier? Der Zuzuyai-Schrein. Oder Zuzuyatsch. Ah, endlich wieder mal ein Teleporter. Ich hoffe, ich schaffe den.